fester. Machine Games. AD. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon, zu einem neuen Let's Play Projekt auf Zwergenfürst.lp. Ich muss mich hier ein bisschen anstrengen, nicht Live-Projekt zu sagen. Seit langem mal wieder ein Projekt, was ich out of stream mal ja in der Aufnahme mit OBS einfach so mal neben den Streams aufnehme, habe ich ewig nicht mehr getan. Wie auch immer, wir spielen heute. Wir spielen jetzt im neuen Let's Play Wolfenstein, The New Order. Gab's gratis auf Epic Games, habe ich mir geholt. Und ja, ich würde mal sagen, da spielen wir das Spiel doch, wenn es schon gratis gibt. Das spielen wir natürlich. Okay. Start man das Spiel, spielen wir Wolfenstein, The New Order. Auf geht's. Ah ja, hier stellen wir die Schwierigkeit ein. Darf ich spielen, Papi? Tu mir nicht weh und lass sie nur kommen. Der leibhaftige Tod, extrem. Ich bin natürlich extrem. Nee. Das haben wir sehr niedrige Schwierigkeit für rückgratlose Spieler, also für mich wahrscheinlich. Ein niedriger Schwierigkeitsgrad für Gelegenheitsspieler. Ein mittlerer Schwierigkeitsgrad für den durchschnittlichen Spieler. Der leibhaftige Tod ist hoher Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler. Sehr hoher Schwierigkeitsgrad für heldenhafte Spieler. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen den niedrigsten, nicht den niedrigsten, aber nehmen niedriger Schwierigkeitsgrad. Gelegenheitsspiel, das ist ich Let's Player, das ist ja. Benehmen, tu mir nicht weh. In meinem Traum rieche ich an Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ostsee, nahe der Vereinigten Küsten, 1946. Aufwachen, Bleskovic. Oh wei. Unterwegs Treibstoffleitung dicht machen. Finde ich die denn? Holy shit. Gerade noch ein bisschen gepennt. Wie soll ich das hinkriegen? Das Werkzeug hier. Hier vielleicht. Oh, die Shit. Hier geht's gleich los. Das sind
hoffe, das war's. Verdammt! Sie ist zugedreht. Ruf die Ladung ab. Frachtraum. Okay. Und das Tagebuch, nee, das wollen wir jetzt nicht. Tagebuch lesen, haben wir gerade keine Zeit. Das scheint der Frachtraum zu sein. Auto. Schnell hoch hier. Oh shit. Alles klar da hinten? Dieser Fleck, die feuert aus Totenkopf's Bass. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Als Geschütz bleibt vor den Schluss los. Zauberabschüsse. Als Geschütz. Hier rein. Oha. Maus 1, Maus 2. Es wird geballert. Mit den Nazis. Ich hoffe, ich schieße die richtigen ab. Ist hier schwer zu erkennen. Ich kann hier nicht wirklich erkennen, wer ist. Da bin ich ein bisschen schlecht drin. Ach, Scheiße. Der Tod klopft wieder an. Den habe ich nicht gesehen. Mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Mede! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer Blasco! Nehmen Sie! Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9! Hier, Vulture 1, Sie sind zu nah! Negativ, Vulture 1! Haben Sie ein ernstes Problem mit der Steuerung? Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus! In Ordnung, Randall! Oh nein, Blasco! Verschlossen! Schauen Sie das Radar ein! Der Hebel oben neben den Lampen! Besten Dank, Captain! Verstehe Ihr Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin! Setzen sollen wir es nicht. Ich hoffe, machen wir jetzt ganz blöd. Kondor 9, bitte kommen! Kondor 9! Scheiße, das ist... Kondor 9 fliegt und stürzt ab. Kondor 9, bitte kommen! Bitte kommen, Kondor 9! Oder stürzen wir ab. Halten Sie es
gleich erledigen. Was? Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Okay. Das ist eine Seitentür. Durch die Aussteigen. Sie müssen sie aufhalten. Dann. Nicht gut. Dann vorwärts drückt die Umschalt links, um die Leertaste noch zu springen. Da bin ich. Oha. Na komm rein hier. Steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Kopfhörer hoch! Hab einen Splitter im Bein und blute stark! 71 Leute an Bord! Was soll ich so machen? Was soll ich so machen? Ich kann mit den Leuten reden. Was ist hier los? Er ist verwundet. Und was hier los ist, wissen wir. Oh Gott. Oha. Gott sei Dank sind Sie hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen abbrechen. Bleskowitz, helfen Sie den Jungen hoch. Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, Gordon. Wir werden hier abgeschlachtet. Hören Sie zu, Fergus. Wenn Sie weiter fliegen, dann verlieren wir Europa. Ganz einfach. Geht's gut. Verdammt. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Bei Gordon, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. USA Command, Ende. Kondor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Gleich kam es auf eine harte Landung. Ich kann nicht sehen. Bereit. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Ja. Ich höre sie. Wie komme ich raus? Fergus, wie ist Ihr Status? Achso. Bei uns hier ist die Kacke am Dampf. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blaskowitz, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Blasko, sehen Sie das Licht? Das sieht er. Das Licht aus. Ja, Sir. Das Monster ist auch gesehen. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Das wird gefährlich.
Schon mit zur Flugzeugkanone. Können wir hier raus oder? Na, hier können wir raus. Oha. Ach Scheiße. Hundchen. Böses Hundchen. Ach Scheiße. Wo sollen wir längs? Wir haben den ersten Tod. Jetzt erst runter. Zwergi lernt rutschen. Kindergarten. So, runter und genau so. Eins von Totenkopfsbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Hat ja lang genug gedauert. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Tauchen. Auftauchen ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Idee. Raus. So, hoch hier. Töte die mechanischen Bestien. Das kriegen wir noch hin. Haben uns gerettet! Captain Blazkowicz, Sir! Beruhigen Sie sich weiter. Okay. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Ich will mal ducken. Ist auch nicht schlecht. Wer rennen bin ich offensichtlich nicht in der Lage zu. Hier sollte ich halt irgendwie rennen können. Meine Fresse. Die Grundlagenstörungen sollte man schon verlieren. Das rennt der nicht. Duckt sich wenigstens weg. Nein.
Handgranate. Natürlich die werfen. Schalte das Ding aus. Schlecht. Hat Granaten liegen. Das lernen wir heute hier. Und es zum Runterbücken. Okay, habe ich keine Munition mehr oder wie? Aha. Und links und es. Die aktivieren von... Okay. Geht's nicht. Es ist übrigens die Zen... Es ist übrigens die zensierte Version. Ohne Hakenpolze. Munition brauche ich hier dringend. Heilung hier. Rüstung. Und du? Sind wir wieder hier? Die Karte. Gewehr ist auf der 4. Ja, nur eine Granate ungefähr. Bett drin. Das macht keinen Sinn.
Und da haben wir eine Granate. Oder nicht? Eine Granate war das nicht. Wie kommen wir jetzt weiter? Scheiße. Die haben Hunde. Sprinten kann ich irgendwie gar nicht. Auch durch den Schützengraben. Genau, mit einem Messer. Messern wir ihn. So muss das. Das ist eine ganz neue Dimension des Lebens. Ausgeschaut des Lebens an sich. Rüstung. Egal, wir schießen. Oder so. Verdammt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Den müssen wir leise ausschalten. Tote gehören hier mit dazu zum Spiel. Ganz ruhig. Schalte die Kommandanten aus. Okay. Munition. Scheiße. Ich musste nachladen. Ich bin noch Anfänger an dem Spiel. Da müsst ihr mir verzeihen. Ducken. Verdammt.